So, und damit wieder ein recht herzlich willkommen zurück hier bei uns auf unserem Kanal bei einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge, falls ihr sie verpasst habt, schaut sie euch an. Haben wir hier beendet und jetzt gucken wir mal oder hören wir mal, was Tina, der es ja nicht so gut geht, was hier los ist. Lass uns mal schauen. Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Das hilft. Hör mal. Letzte Nacht, das war dumm. Verluste gemeldet in Kürze. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13. Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ. Keine Stars. Männliche Eindringlinge. Bewaffnet. Männliche Eindringlinge? Tommy, wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Okay. Tina? Ja. Nicht gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Okay, Hillcrest. Bin ich ja richtig? Definitiv richtig. Okay, jetzt sind wir hier komplett alleine in Hillcrest. Das muss Tommy sein. Scheiße. Und, ja, wir suchen jetzt Tommy. Der anscheinend irgendwo da hinten steckt. Jetzt gucken wir mal natürlich erstmal noch ein bisschen hier rum, ne, so wie immer. Wir müssen mal gucken. Und wer ist Owen? Wir haben jetzt ein Bild gesehen von Owen und Abby. Abby ist ja die, die wir suchen. Und Owen wäre vielleicht so ein kleines Lockmittel. Gar nicht so verkehrt. Barrier Fangs, das hatten wir schon. Barrier Seiten, genau. Ja, okay. Das haben wir schon im Theater gesehen. Glaube ich. Ich glaube, das war im Theater.
So, dann gehen wir mal hoch. Da, wo wir gerade waren. Gucken wir uns hier nochmal kurz an. WLF-Regeln müssen befolgt werden. Erstens, allen Einweisungen von WLF-Soldaten ist Folge zu leisten. Zweitens, Federal Kollaborateure werden exekutiert. Drittens, für das Verlassen der zugewiesenen Zone ist eine Genehmigung erforderlich. Viertens, die Sperrstunde bleibt bis auf Weiteres in Kraft. Gut, okay. Na dann, sollen Sie mal machen. Wir hüpfen jetzt hier rüber und versuchen jetzt mal hier drüben. Kommen wir gar nicht weiter. So rüber zu hüpfen. Okay. Kann ich hier hochklettern? Wie komme ich da hoch? Scheiße! Okay. So viele von diesen Arschlöchern. Halt durch, Tommy. Okay, okay, okay. Also, wir vermuten, dass Tommy jetzt hier ist. Und die Jungs und Mädels sind gerade abgehauen. Das heißt, erstens dürfte sich jetzt hier nichts weiter verstecken. Also keine Gegner, keine WLFs. Maximal überhaupt irgendwelche Runner, Klicker, sonstige Geschichten. Ich hoffe mal nicht. Und wir gucken jetzt erstmal, was hier noch so Feines steht von Burris. Burris, Wolfs sind ins Federal Hauptquartier eingebrochen und haben die Namensliste gefunden. Sie sollen bereits an die Türen klopfen und nach Soldaten suchen. Ich werde mich nicht meiner eigenen Stadt exekutieren lassen. Ich will versuchen, unter neuem Namen zurückzukommen, wenn sich alles beruhigt hat. Ich konnte Elfi nicht finden. Ich habe sein Futter hinter dein Haus gestellt. Kraul ihn bitte ordentlich von mir, falls ich nicht wiederkomme. Er hat dich und Sophie immer sehr geliebt. Yolanda. Okay, Yolanda, da wohl anscheinend ein Haustier zurückgelassen. Ein Hund, Elfi. Ich hoffe mal, dass Elfi noch lebt. Aber das wissen wir halt nicht. So, hier geht's nach oben, aber wir wollen nochmal ganz kurz in den Baker Shop oder in den Backshop, den wir da hinten gesehen haben. Weil WLFs dürften ja nicht mehr da sein, die sind ja hier geflüchtet. Was steht hier? Fuck the WLFs. Was haben wir jetzt hier eingetragen? Lesen. Schimmer, bewegst du dich zu viel? Was mache ich hier? Wie kann ich? Was? Was mache ich hier? Wie kann ich? Wir sind doch gerade erst. Ich hätte das nicht sagen sollen. Jetzt wird sie anders zu mir sein. Ich weiß es. Ich wünschte, ich hätte meine verdammte Maske nicht fallen lassen. Wann hat sie herausgefunden, dass sie schwanger ist? Wo waren wir vor ein paar Wochen? Boys? Bosi? Keine Ahnung. Ich weiß noch, dass ich in Kenwick gekotzt hat. Das ist zu viel. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Die Übelkeit. Wie müde sie dauernd ist. Scheiße, Dina. Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du mir nicht vertraut? Aber hast du ihr vertraut? Was soll ich tun? Zum Umkehren ist es zu spät. Ich muss die ganze Sache einfach so schnell wie möglich beenden. Fuck die WLFs. Okay. Mein Vorlesen ist heute nicht das Beste. Bitte verzeiht mir. So. Dann lasst uns doch nochmal schmulen, was wir hier so drin finden. Hier kommen wir wieder an den Shrine. Ah, da müssen wir wieder anders da rein. Aber das kriegen wir raus. Was war das denn? Ah! Warte mal, hier war gerade noch was. Fool. Hier können wir hier nach oben. Oh, eklig. Ja. Hab dich mal nicht so. So. Medizin haben wir full, alles full. Hier haben wir munitionstechnisch ist auch alles voll. Das nervt mich ein bisschen. Dass wir keine weitere Munition aufnehmen können. Hier können wir auch nicht raus. Okay, ich dachte, hier könnten wir auch raus. Aber nee. Gut. Das heißt, wir sind jetzt hier. Hier können wir nach oben.
Und hier hinten sind wir raus, okay. Und von der Seite sind wir vorhin gekommen, oder? Oder? Nochmal ganz kurz gucken. Ja. Genau, wir sind von hier gekommen, genau. Wir sind ja noch da rein. Perfekt. Also, hoppi hopp, auf aufs Dach. Vielleicht finden wir ja da noch was Schönes. Irgendwen, irgendwas, den sie hier zurückgelassen haben. Aber nein. Erstmal sehen wir nichts. Vielleicht finden wir ja auch Tommy. Warum sind eigentlich die Typen abgehauen? Oh Gott, hier geht's runter. Hier geht's runter. Na, da komme ich nicht hoch. Ja, dann muss ich hier wohl runter. Wir sollten vorrücken. Wir halten die Stellung, bis wir was hören. Halt die Augen auf, falls er hier lang kommt. Das Alpha. Da ist was. Scheiße. Los, oh nein. Glaubst du, der hat was mit dem Mädchen aus der Schule zu tun? Wäre ein echt irrer Zufall, wenn nicht. Ich hasse diese kleinen Gruppen. Große Gruppen. Diese Einzelgänger verstecken sich nur. Wie soll ich das jetzt machen, dass der Hund meine Fährte verliert? Muss ich jetzt hier unten lang oder was? Oder wie? Shit. Hat er wirklich meine Fährte verloren? Wirklich? Gar nichts? Oh, okay. Der Hund hatte was, aber da ist nichts. Wir checken jeden Laden. Ich will kein Risiko eingehen. In Ordnung. Du shitty McDaddy. Naja, ich hoffe jetzt nicht, dass der Hund jetzt hier mich gleich wieder erwischt. Vor allen Dingen, ich will Hundi nicht töten. Oh. Sie hat was. Hast du eine Spur? Shit. Komm nochmal hoch. Ed, tut mir echt leid. Tut mir echt leid. Mach sie fertig! Ed, tut mir wirklich leid. Ed, tut. Nein, jetzt kommt er noch. Hier, Junge! Ed, tut mir echt leid. Sorry. Ich muss leider mich ganz kurz verpissen. Shit, Daddy. Ich brauch mal ganz kurz Medikit. Kann ich denn das nochmal nehmen? Nimm das. Jetzt kommt die Schmerzflöte. Oh Gott. Panik, Alter. Nein. Kann ich hier nochmal nachladen? Ich will einfach nur nachladen. Alles klar.
Alter, ich bin ja gar nicht überfordert gerade. So, haben wir noch weitere böse Jungs und Mädels hier? Oder war das? Das hat mir jetzt kein Millimeter gefallen, was ich machen musste, aber es war leider Gottes notwendig. Okay. Alter, gar keine Hektik. So, da ist noch einer. Okay. Also, wir haben uns eigentlich gut verraten, gut verrannt, leider Gottes. Sind immer noch auf der Spuche nach Tommy. Haben eine Spur zu Abby gefunden. Wir wissen noch nicht ganz genau, was Owen ist. Dina ist noch im Theater und versucht uns von da aus zu unterstützen. Ja. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. In der nächsten Folge versuchen wir noch, die restlichen Gegner hier kaputt zu machen. Ich hoffe, ihr hattet immer wieder ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, gerne abonniert unseren Channel. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.